Gut. Ich auch. Ah, Hacken, Hacken. Ah ja, Scheiße. Stimmt, dafür war ja das Eisen. Ah, ob das jemals noch was wird hier. Ja, einer denkt schon mit. Ja. Früher oder später. So, ich mache jetzt direkt mal eine Hacke schnell. Ja. Stickies. Ah, dafür bräuchte ich Stickies. Ja, ich kann die hier, hast du 30, hier liegen hier. Ich hab sie wieder eingesammelt. Auch, ja. Scheiße, nochmal. Komm mir nicht zu nah, ich beiße. Ich muss jetzt aber in die Workbench. So, willst du Eisen? Hier liegt Eisen. Hier hast du Eisen. So. Ja, Eisen habe ich. Scheiße, jetzt hast du auch meine Spitzhacke, oder? Nee, hast du nicht, alles gut. Du hast nur noch die restlichen Stickies bekommen. Ich mach direkt noch eine Axt und eine Schippe. Könntest du mir eigentlich auch machen, wo du gerade dabei bist. Ich habe nämlich nur eine Axt und eine Schippe und die sind fast tot. Schippe? Hast Schippe? Du die jetzt genommen? Nee. Nochmal. Also Axt? Nee, die geht wieder zu dir. Okay, warte, mach mir gleich. Ja, ist besser. Wie viel Eisen hast denn du eben mitgenommen? Hast du auch was noch geschmolzen? 17 eben? Hatte ich. Okay. So, da. Hast du nur da. 11. Nur? Ja. Okay, gehen wir weiter Eisen abbauen. Hast du mir jetzt das hingeschmissen? Ja, müsstest du haben. Ich hab's nicht mehr. Ich hab nix. Hä? Bist du dir sicher? Ja, ich hab doch mein Inventar aufgemacht, du Held. Ja, aber ich hab auch nur noch. Also ich hab die auch nicht mehr. Hä? Ich hab ohne Witz nur meine eigene Axt und meine eigene Schaufel. Ich hab sie dir hier gerade hingeschmissen. Ist das vielleicht aus dem Fenster geflogen? Nee, so weit fliegt es doch gar nicht, oder? Nee. Hä? Naja, komm. Soll ich noch eine machen? Eine Schaufel wäre halt geil. Eine Schaufel wäre echt geil. Weil die wirklich quasi nach dem nächsten Benutzen tot ist. So, hier, jetzt sind die Schaufel. Warte. So. Jetzt habe ich sie, ja, Tatsache. Aber keine Ahnung, was mit dem Kram passiert ist, den du da eben gemacht hast. Oh, jetzt habe ich sie hingeschmissen. Das sind einfach verschwendete Ressourcen gewesen, irgendwie. Hä, aber wie kann das sein, weißt du? Keine Ahnung. Vielleicht spackt der Server rum. Das weiß ich. Ja, und dafür bezahlt man bei Nitrado so viel Geld. Ja, so viel, ey. Ja, hallo, in der ersten Folge, oder wann das war, haben wir gesagt, Nitrado, oh, da müssen wir es auch mal haten. Also, ne? Geht ja nicht, man kann... Oh, jetzt höre ich... Dagobert, hier, der ist gut, oder? Der ist voll geil, wie der aussieht. Ne? Dagobert. Der guckt einen sogar an, wenn man hingeht. Voll süß. Wir müssen später ich finde das echt mitnehmen. Voll geil. Ja. Oh, das ist das Haustier, das offizielle jetzt. Mhm. Lieber Busch. Ja, Busch muss auch abgelöst auch ein werden. Haustier. Ja, aber das einzig Lebendige ist der Dagobert. Ja. Der Busch, der ist mehr so da, weißt du? Der ja, ist präsent. Das ist genau. Er strahlt mit Anwesenheit. Ja, ja. Und das strahlt schon sehr stark. Ja. Ungefähr wie so wie die Atomsprengköpfe in Nordkorea. Ups. Geh ich überhaupt richtig? Wo bist denn du? Ja, doch. Da über den Berg müssen wir drüber hier. Okay. Hummingbird-Busch, okay. Feuerbusch heißt das. Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht hier diese... Hagebutze, weißt du, Juck-Gedöns. Juck. Ja, diese... Juckpulver hat man doch immer dazu gesagt als Kind. Nee. Ach, du hast keine Ahnung, du hast keine gute Kindheit. Juckpulver. Klar. Da gab es irgendwie das Gerücht, wenn man so Hagebutten aufmacht und das einem irgendwo hinballert, so rumdrückt, einreibt, dann ist das irgendwie, juckt das, aber das hat nie funktioniert. Ja, wahrscheinlich, weil es nicht stimmt. Ja, das kann man jetzt so einfach behaupten, oder man hinterfragt es. Also. Das habe ich echt noch nie gehört. Ja, vielleicht ich waren weiß, wir auch dass einfach ich dumme Kinder. Guten Tee mag. Echt? Auch den kann man manchmal trinken. Nur, ich habe im Urlaub habe ich immer Sachen gemischt, Tee gemischt. So Kamillentee mit Hagebutte, Pfefferminz mit Wildbeere, so. Ja, sowas finde ich geil. So Pfefferminzkreationen finde ich immer gut. Alles mischen. So mit Malve kannst du richtig gut mischen. Malve? Malve, ja. Was ist das denn? Ich glaube, es ist... Ich oh, ich habe dich fallen sehen. Lebst du noch? Ja. Oh, weh. Ich bin so gut. Bist du jetzt auf irgendeinem Vorsprung gelandet? Nee, ich bin schon ganz runter.
Das ist schon tief auf jeden Fall. Das waren auch nur noch zwei Herzen. Oh. Leben am Limit, Eieiei. sage ich doch. Ja. Vor allem, ich Oh. stand da oben so an der Kante und dachte mir, boah, voll geil. Und jetzt einfach so runterspringen und dann auf einmal ploppt. Oh So wie am Mann. Lava, ne? In der, keine Ahnung, Ja, ich ersten gehe da Folge hinten. oder so. Ja, die Lava, ja. Das war auch toll. Ja, wo gehst du lang? Zu dem Lavafluss und holen wir gerade einen Eimer Ah, da Lava. hinten. Ein Hab ich Bärengarten. gesehen. Hier sind zwei Bärengarten. Ja, ich nehme die gleich, wenn ich Wenn du hier willst. runterkomme. Drei Bärengarten. Vier Bärengarten. Was ist denn hier los? Ich weiß gar Und nicht, wo ich hier Stiefmütterchen. runter, wo ich hier runter Scheichen. springen soll. Westen? Da, wo ich auch gesprungen bin, das, ja, da überlebst du die Höhe auf jeden Fall. Und meine Herzen sind auch wieder voll, also scheiß drauf. Flap, flap, flap. So. So, Lava. Wir können uns erstmal hinlegen, ne? Es wird wieder dunkel. Ja. Bevor ich hier die ganzen Berry-Schalen Wie nehme ich denn Lava auf? übersehe. Weiß ich nicht. Man kann doch Nicht mit dem Lava im Eimer? Eimer. Doch, ja, eigentlich dachte ich jetzt schon. Ich hab's noch nie gemacht, aber es klang richtig gut. Schon wieder? Ja, nee, alles gut, ich war nur kurz am Brennen. Okay. Hä? Ich Ich verstehe guck es erst gar nicht. nicht, sondern red nur und denk mir, ach, ich hol mir lieber die Babybüsche. Garten. Hier jetzt pennen gehen. Hey, ich stehe hier direkt vor der scheiß Lava und ich kann die nicht in den Eimer nehmen. Na, Kacke. Müssen wir Ja, mal gucken beim nächsten Mal. warte mal, ich guck. Warte, wenn wir geschlafen haben, dann kann man im Inventar gucken. Also in dem Register da. Wie Lava-Eimer gemacht wird, oder was? Ja. Aha, okay. Ich mein, so. Passend zum Einschlafen dachte ich mir, gähne ich jetzt einfach mal ganz eiskalt. Oh. Richtig krasser Move. Ja, ich bin schon echt rasant. Lava-Eimer. Oh, jetzt habe ich einen. Geht damit. Ja, du musst mal gucken, wie der geht. Wenn du Lava eingibst, siehst du Lava-Eimer. Dein Bett liegt noch neben dir, ne? Ach, krass. Ja. So verpennt bin ich noch. Ein Schwein. Ein Lava Zwein. Eimer. Ja, du bist ein Witzbold. Natürlich kann man Lava Eimer nicht herstellen, war doch klar, dass man da jetzt nicht sieht, wie man den bekommt. Ach so. Scheiße. Denkst aber auch schnell. Ich will jetzt Lava. Ach, ich glaube, ich weiß warum. Ja. Ich glaube, das muss so ein Teich sein. Ach echt? Also, weißt du, ja, ich Ach so, glaube ja. stilles, oder? Ich glaube ja. Sicher bin ich mir jetzt nicht, aber da klappt es halt auf wirklich gar keinen Fall. Geht's ja eigentlich auch irgendwo runter noch? Hier gab es doch sowas wie eine Höhle. Also, weil ich war ja noch nicht. Wir waren doch Bleibt so zusammen mal hier. unterwegs. Nee, hier gab es doch eine Stelle, da meintest du, guck mal, da hinten, das sieht aus wie ein Haus, da kann man reinbauen. Ah, nee, das war schwarz. Einfach nur. Ja, okay. Ich glaube, das war einfach hier der Klotz, ne? Ja, da hinten, der geradeaus, wo man drauf guckt, wo der Baum oben drauf ist. Wo Der bist denn du? fette. Unten. Keine Ahnung. In der Mitte quasi von dem ganzen Gebilde. Mehr Ich oder such weniger. dich. Ja, und wenn man jetzt geradeaus guckt, da hinten das Ding meintest du, geradeaus, das lange Weite weg. Ein Schwein. Genau. Du Schwein. Komm Ein her. Schwein, ein Schwein, ein Schwein. Ein Das Eisen, was ist ist nicht das fein. eigentlich? Black Granit, das klingt doch eigentlich könnte es doch ganz cool aussehen. Ich nehme mal ein bisschen Ja, was mit. das sieht auf jeden Fall cool aus. Ich nehme einfach mal ein bisschen was mit. Ich nehme aber auch ein Schaf mit. Wollte gerade sagen hier. Ne, mit dem schwarzen Granit habe ich schon mal ein bisschen gebaut. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Oh, Was wird's schwarze denn hier? Wolle. Gooseberry noch? Das hier ist Fußpilz. Hier I. wächst Fußpilz. Wie bei mir. Oh. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwie so einen Garten finde. Gordon. Garten, Garten. Oh, die ganzen Schafe. Boah, hier ist echt. Boah, hier ist aber so schön. Ah, da. Muss ich gleich nochmal gucken, wie du bist.
Ich bin einfach nur rechts von dem ganzen Kram und da ist so viel Wiese und Grün, so richtig sattes Grün, das sieht so geil aus. Guck das jetzt. Schon bei den Bäumen oder? Nee, hier so einfach rechts an dem ganzen Kram vorbei, weißt du? So zum Wasser. Warte, ich komm zurück. Doch, doch, ich bin da, ich bin da. Ja, cool. Da im Fluss, oder? Und da hinten ist alles so richtig so grün, dass man eigentlich reinbeißen möchte. Ja, so sommerlich. Ja. Hier ist ein Stoffgarten. Ist das nicht super cool? Das ist Cotton. Ich glaube Das ist ja. Baumwolle. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist super geil. Ja, wofür braucht man das? Ich glaube, für viel. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ah, dafür. Nee, Hab ich ich meine, das ist. verloren. Ja, ist nicht so schlimm. Ich meine, das haben wir echt. Habe ich echt mal irgendwo gesehen. Das war relativ selten und wichtig. Ich weiß aber jetzt nicht mehr wofür. Das weg. Also ich hab sogar schon ein paar Sachen eingesammelt von denen. Die liegen bei uns in der Kiste. Aber ich Ah. habe noch nie herausgefunden, wofür man das braucht. Okay, vielleicht vertue ich mich auch einfach. Keine Oh, Ahnung. ich bin ganz oben auf dem Dino. Ja? Ganz, ganz oben. Auf dem rechten, auf dem rechten Dino. Dem Rechten, ja gut. Sehe ich dich gar nicht. Wenn ich jetzt wieder das andere rechts nehme. Vielleicht bin ich ja zu rechts für dich. Ja, vielleicht. Oh. Ach, hier geht's runter. Lavendel, Ist bringt hier. dir eigentlich was? Weiß ich gar nicht. Nee. Lavendel, Hier Flendel. ist Eisen. Marble. Oh, ich bin am Starven. Wie sieht's bei dem im Essen aus? Oh, ja. Weil du müsstest ja auch mal was futtern, ne? Von mir hier. Ich habe noch drei Steaks. Ich hab noch ein bisschen was. Okay. Ich hab noch einen Apfel. Wow. Nee, ich hab noch. Warte. Im Rucksack habe ich noch zwei Steaks. Ich weiß es aber auch gerade gar nicht, wo du bist. Also du Ja, müsstest. ich bin halt wirklich ganz oben auf so einem Ding. Sollen wir mal zurück? Oder willst du noch was hier bleiben? Weil theoretisch müssten wir jetzt die Folge so langsam. Hey, dann lass mal zurückgehen, damit wir dann auch nächstes Mal in der nächsten Safe starten können. Aufnahmesession wissen, wo wir sind und wie wir heimkommen. Ja, besser ist das. Ne? Ups. Aber ich nehme auch schnell Weil das Salz mit. wir haben jetzt wirklich alles am Stück aufgenommen bis hierhin. Das ist schon krass. Mir tut schon ein Das bisschen der ist. Nacken weh. Mir tut übelst der Rücken weh. Voll die körperliche Arbeit hier. Mann, Ja. voll anstrengend. Weißt du, das in unserem Alter ist jetzt nicht so, als ob wir 80 wären. Ja, nicht so, als würden wir viel ungesund sitzen. Ich sitze eigentlich. Ich glaube, seit ich 10 bin, immer ungesund. Ja, ich glaube, ich auch. Oh Mann, ey. Müsste man lernen, geraden Rücken zu machen. Ah, ich habe dich gefunden. Ja, ich habe dich eben auch schon länger gesehen. Also jetzt gerade so. Oh, Salz mitnehmen. Salz brauchen wir zum Würzen. Ist ja fast wie ein Overwatch hier mit dem Salz. Ja, in Overwatch ist noch ein bisschen mehr. Ja, auf jeden Fall. Hier ist kein Garten. Hier Salz. Doch, hier ist doch ein Garten. Und was kriegen wir hier? Nichts Neues. Paprika. Kürbisgarten. Ach komm, wir haben so viel Kürbis, echt jetzt. Irgendwann muss man auch mal lernen, die Sachen mal liegen zu lassen. Nö. Nö, Da kann nö, immer was Neues drin sein. nö. Echt? Ja. Was denn zum Beispiel? Also beim Kürbisgarten, keine Ahnung, wenn man da 10 aufgemacht hat, was soll da noch Neues kommen? Bei mir ist es halt der Ground Garden, ne? Da ist auch manchmal, glaube ich, Kartoffel drin. Ah, oh cool. Ja, Aber das jetzt ist bin was ich mir auch nicht anderes. ganz sicher. Ach, weißt du was? Den Kürbis schmeiß ich weg. Och, aber eben noch. Ja, den speziellen Kürbis. Es gibt einen Kürbis, der ist nur Kürbis, ne? Was kann der? Nix, glaube ich. Wow, der ist einfach nur da. So wie Gott, der ich glaube, Busch. ich gehe gleich falsch. Ich glaube, ich muss hier lang. Ja, Also, so ich wie bin der jetzt fast wieder Busch. zu Hause. Der Georg W. Oh Gott. Ich bin falsch gegangen. Ach Kind, muss Papa dich wiederholen kommen.
irgendwo falsch abgewogen, glaube ich. Willst du meine Koordinaten einfach gerade haben? Ja. X ah, nee, ich hab's gefunden. Ich sehe unser Haus, glaube ich. Okay. Ah, gut. Gut. Mann. Boah, das war aber jetzt eine spannende Exkursion. Ja, die ging auch richtig lang, ne? Ja, ja. Voll oh! Lang. Dagobert, nee. Mein Freund. Ja, dir auch einen schönen Tag. Was? Oh. Oh ja. Ja, wir haben zumindest mal die Dinos geguckt, nochmal nach langer Zeit. Von Dinos daher. Sind echt cool. Mhm. Vor allem, dass es gleich zwei sind. Ja, dass es aber auch generell so cool gebaut ist, drumherum überall mit den ganzen Gebirgen da. Ja. Darf man nicht kaputt machen? Nee, Ich habe eben schon bei einem Dino am Rücken ein bisschen ausgekratzt, ist mir aufgefallen. Oh. Ja, ja. Schande aber war über harmlos. Dich, ey. Ja, das war da eigentlich soweit rechts war. So, das kommt hier hin. Ich hab ja einen Rucksack dabei. Du da unten. Vergesst wie, du ich hast keinen. Zeit. Ach, du hast einen Rucksack dabei. Ja, ja, ja. Ich dachte, du hättest ihn jetzt hier gelassen. Nö. Nö. Nö, einfach nö. Einfach aber nö, ich steck nö. Das schon mal in die Truhe. Alles wieder, ne? Mhm. Ganze Essen. Alles wieder in die Truhe schmeißen. Die Welt war das ja jetzt nicht. Ah, nee, warte. Essen hier. Essen hier. Boah, du und Ordnung, ne? Das ist ja wirklich zum Kotzen. Ja, das ist ja noch gar nicht geordnet. Ich hatte hier gedacht, rechts das rohe Fleisch und links das gebratene. Ja. Ich weiß. Also, gut, dass du da so nett bist und mich dabei unterstützt, die Ordnung hier zu halten. Also ich so. Muss hier erstmal ein bisschen Fleisch reinhauen. Oh, ich habe auch nichts mehr. Scheiße. Wir haben viel... Ach, gebraten haben wir jetzt noch eins da drin. Na gut. Ups. Das Blöde ist halt, dass diese Vegetables, ja, sozusagen, einfach gar nichts bringen, fast an Hunger. Ja, du musst sie erst verarbeiten. Ja. Scheit. Das ist halt echt mies. Ja. Das ist wirklich ein bisschen kacke. Deswegen musst du halt die Sachen ja, in Massen anbauen. Ja, ja, das ist dein Ding hier. Hauptsache Konsumwirtschaft läuft. Ach, ja. Guck mal, jetzt wird sogar passenderweise wieder Nacht. Was? Bist du fertig mit deiner Fressattacke da? Nee. Oh Mann, immer noch. Esse ich halt mal Sojabohnen, ne? Ja, die sind auf jeden Fall sehr nahrhaft. Ja. Kann man das Bett wieder hinstellen? Ja, hast du dein Ziel gestellt? Das hatte doch hier ein System. Ja, das war ich mir überlegen. Ach so. Okay. Ich dachte hier unter der Lampe so. Nö. Naja. Die Lampe war dazwischen. Okay. Dann beenden wir jetzt den Tag. Genau. Und oh, du Lappen! Ich wollte gerade sagen, und die Folge wollte ich gerade sagen. Du musst mir auch mal eine Chance geben. Boah. Au, nicht übertreiben. Ich wollte dich runterschubsen. Nee, das wäre gemein. Okay, das bin ich halt, ne? Kann man nichts machen. Nee. Okay, bald muss ich dann Holz holen. Oh Gott, hoffentlich weiß ich das demnächst alles noch. Naja. Kriegen wir schon hin. Ja, beim nächsten Mal. Ins Gesicht. So, tschö. Ja, okay. Vielen Dank fürs dabei sein. Tschüssi. Hau ab. Ja, wie der Arm noch so kommt, weißt du, von da oben. Ja.